Hi zusammen, schön, dass ihr vorbeischaut. Heute entpacken wir mal das nagelneue Update 21H2 für Windows 10. Lasst uns nicht lange drum herum reden, gucken wir, was drin ist. Mit dem Update kommt die Unterstützung für Wi-Fi Protected Access 3 mit Hash2Element oder kurz WPA3H2E. WPA3 ist das neueste sukzessive Protokoll für sicheren WLAN-Zugriff und wird für kommende 6 GHz Netzwerke benötigt. WPA3 bietet zwar an einigen Stellen merklich komplexere Verschlüsselungen, aber die hauptsächlichen Vorteile im Vergleich zu WPA2 sind das Simultaneous Authentication of Equals Protokoll. Das SAE erhöht die Sicherheit beim sogenannten Handshake, also wenn Sender und Empfänger sich gegenseitig verifizieren. Das ist sogar so effizient, dass selbst bei sehr schwachen Passwörtern die Möglichkeit eines Brute-Force-Angriffes unterbunden wird. Das Ganze wird weiter unterstützt durch eine individuelle Verschlüsselung der Daten. Die individuelle Verschlüsselung der Daten wird gerade in öffentlichen Netzwerken ein großer Pluspunkt für die Sicherheit. Anstelle wie bei WPA2 neue Geräte durch ein gemeinsames Passwort im Netzwerk zu registrieren, wird mit dem sogenannten Device Provision Protocol, kurz DPP, jedes Gerät einzeln und für sich separat verschlüsselt. Eine Anmeldung über NFC oder QR-Codes im Netz ist dabei natürlich möglich. Außerdem gibt es eine zusätzliche Ebene der Sicherheit gegenüber Brute-Force-Angriffen. WPA3 limitiert die Anzahl von Rateversuchen aus dem Off auf 1, was das Brute-Force-Angreifen verhindern soll. Nach dem gescheiterten Versuch muss dann mit dem Wi-Fi-Gerät direkt interagiert werden, was bedeutet, dass ein Angreifer physischen Zugang benötigt. Eure Sitzung selbst ist dabei ebenfalls sicherer, mit Session-Keys, die deutlich länger sind, bis zu 192-Bit Verschlüsselung. Die Ergänzung H2E, also Hash2Element, ist eine zusätzliche Sicherheitsebene, die die Informationsgewinnung über Side-Channel-Attacks unterbinden soll. Wir wollen jetzt aber nicht zu tief in das Layer-Modell abtauchen und uns physische Signale anschauen, sondern schließen hier mal ab mit WPA3 H2E, bringt euch auf den neuesten Sicherheitsstandard in der Wi-Fi-Technologie und machen weiter mit dem vereinfachten Support für Windows Hello. Windows Hello for Business bekommt eine neue Deployment-Methode namens CloudTrust. Das vereinfacht euch das passwortlose Deployment von Devices, so dass der Rechner beim Start innerhalb weniger Minuten bereit ist. Die Funktionsweise in kurz: Die Vertrauensverbindung mit dem Azure Active Directory findet über ein spezielles und vor allem limitiertes Zugangsticket, ein sogenanntes TGT, statt und wird nach der Inbetriebnahme durch einen vollwertigen Zugang ersetzt. Falls ihr zu den Menschen gehört, die unter Windows mit dem Subsystem für Linux, kurz WSL, arbeiten, dann dürft ihr euch über den ergänzten GPU-Support freuen. Um rechenintensive Prozesse durchzuführen, könnt ihr jetzt auf die Kapazitäten eurer Grafikkarte zurückgreifen. Selbiges gilt für Azure IoT Edge for Linux on Windows, kurz eFlow. Applikationen, die intensive Rechenleistung benötigen, wie beispielsweise Machine Learning, sind damit sowohl in WSL als auch in eFlow möglich. Selbstverständlich sind wieder einige Patches dabei, die die Gesamterfahrung abrunden. Das war aber jetzt alles ziemlich technisch, enden wir also mit was ganz Simplen. Wie kriegt ihr das Update? Für Insider ist das Update bereits erhältlich als ISO-Download, den Link packen wir euch unten in die Beschreibung. Falls ihr kein Insider seid, dann gibt es unten in der Beschreibung ebenfalls einen Link, mit dem ihr euch beim Insider-Programm anmelden könnt. Für alle Nicht-Insider gibt es natürlich auch keinen Grund zur Sorge, denn das Update wird noch im Laufe des Novembers seinen offiziellen Rollout finden. Das war's aber schon mit den Infos, zumindest in der Kurzfassung. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr schon da seid, dann lasst doch auch einfach ein Abo da. Damit sage ich danke fürs Reinschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.